Jesus sagt, die Zeit läuft aus. Weltweise, meine lieben Herzbewohner. 26. August 2022. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Claire begann: Hilf uns, Gott, gehorsame Kinder zu sein und alles aus unseren Herzen und Gedanken zu verbannen, was uns daran hindern könnte, dir zu dienen. Amen. Herr, wie können wir all diese Widerstände überwinden, die so destabilisierend sind? Es scheint, dass einige Seelen nicht willig sind, dieses Leben zu leben. Jesus begann, sie werden von sich ausgehen. Was fehlt, ist der Respekt vor meinen Wünschen und der Gehorsam. Kinder unter Anleitung, wenn ihr aus der Welt kommt, um mich auf dem Berg zu suchen, gibt es bestimmte Opfer und neue Dinge, die ihr lernen müsst, um hier zu überleben. Ihr könnt eure alten Gewohnheiten nicht mitbringen. Es gibt keine klimatisierten Cadillacs, in denen ihr fahren könnt. Es ist staubig, düster, manchmal heiß und manchmal kalt. Ich habe mein Möglichstes getan, um eure menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen, aber ihr müsst lernen, euch an das, was euch nicht zur Verfügung gestellt wird, zu gewöhnen. Sonst bringt ihr die ganze Gemeinschaft in Gefahr. Ich habe euch alles gegeben, was ihr braucht, das absolut Notwendige. Jetzt ist es an euch, euch der Situation zu stellen, wenn ihr dieses Leben wollt. Dieses Leben ist nicht für jedes geeignet und ich werde nicht zulassen, dass zwei oder drei Menschen es den anderen schwer machen, indem sie ihren Willen durchsetzen. Ich liebe euch sehr und ich habe euch einen freien Willen gegeben. Ihr könnt euren eigenen Weg suchen, aber nicht hier. Dieser Ort ist für diejenigen, die heranwachsen und wie die allerersten Apostel sein wollen, denen viele menschliche Annehmlichkeiten vorenthalten wurden, weil sie die römische Lebensweise nicht wollten. Ihr müsst euch jedoch entscheiden, ob ihr nach Rom zurückkehren wollt, um in der Welt zu leben, denn ich werde hier keine Uneinigkeit und keinen Ungehorsam dulden. Jeder muss sich vor mir verantworten, durch Mutter Claire. Und wenn ihr euch ihr widersetzt, befindet ihr euch in der Sünde, der Rebellion. Ich hätte euch nicht hierher gerufen, wenn ich nicht vorhätte, euch die Gnade zu geben, euch anzupassen und glücklich zu sein. Aber das hängt alles von eurer Willigkeit ab. Die sonntäglichen Treffen sind eine Zeit der Gemeinschaft und des Zusammenhalts, auf die ihr und die Gemeinschaft nicht verzichten könnt. Ich habe euch immer wieder gebeten, eure Samstage freizuhalten, damit ihr bei diesen wichtigen Zusammenkünften dabei sein könnt. Einige von euch haben meine Bitte ignoriert und rebelliert. Ich bewege mich auf eine Art und Weise, die ihr nicht nachvollziehen könnt. Sonntags und auch unter der Woche um 15 Uhr. Ich brauche diejenigen, die wahrhaft Mitglieder dieser Gemeinschaft sein wollen, hier zu sein. Es sei denn, es besteht eine dringende, und ich meine eine wirklich dringende Notwendigkeit, die sie daran hindert. Diejenigen von euch, die in dieser Zeit abwesend waren, haben Gnaden von mir verloren. Ihr lauft mit eurem eigenen Dampf, der ohne meine Gnade schnell zusammenbricht. Ich hatte bei jedem Treffen Gnaden für euch vorbereitet, aber der Feind hat euch überredet, nicht zu kommen. Das Problem liegt im Stolz und im Ungehorsam. Ihr wollt dieses Leben leben, aber ihr wollt euren eigenen Weg gehen.
Ich bitte euch, heute zu wählen, wem ihr dienen wollt. Wollt ihr eurem Fleisch und eurer Kultur dienen oder mir? Wenn ihr euch für mich entscheidet, wird der Preis hoch sein. Aber am Ende, wenn ihr mir beim Gericht gegenübersteht, werdet ihr zu denen gehören, die meiner Belohnung würdig sind. Wenn ihr den Weg der Menschheit und eures Fleisches wählt, werdet ihr große Traurigkeit empfinden, wenn ihr seht, was ihr versäumt habt. Ich werde euch immer noch lieben, aber eure Gewissensbisse werden tief sein und euren Ort in der Ewigkeit beeinflussen. Ich bin mit euch, ich bin für euch, kein Auge hat es gesehen. Noch ist es euch je in den Sinn gekommen, was ich für diejenigen von euch vorbereitet habe, die sich selbst überwinden. Versucht es, Geliebte, versucht es einfach und erlaubt mir, euch auszurüsten. Es bleibt euch nur noch sehr wenig Zeit, um es richtig zu machen. Die Dinge ändern sich schnell hinter den Kulissen und euer Land steht am Scheideweg. Ihr steht am Scheideweg. Und ihr könnt nicht länger hochmütig und rebellisch sein. Geht die extra Meile für mich und ich werde euch unzerstörbar machen. Wenn ihr eurem Fleisch und eurem Eigensinn nachgebt, werdet ihr alles verlieren, was ich gehegt und gepflegt habe und bereit bin, euch zu geben. Die Zeit läuft aus. Wählt weise, meine lieben Herzbewohner, wählt weise.